Ich brauche 3500 Geld, damit wir wenigstens mal auch den besseren Rucksack oben kaufen können. Das ist ja erstmal mein Ziel, ne? Eins nach dem anderen. Besserer Rucksack würde ich auf jeden Fall gerne haben. Jetzt regnet es auch wieder, was sehr gut ist. Oh, guckt mal hier. Wir kommen auch schon jetzt so langsam ein paar Pflänzchen. Ja, wie sieht's aus, ne? Was ist unser Ziel für heute? Es ist Donnerstag im Spiel. Das heißt, ich würde heute mal zwei Papayas kaufen. Damit wir die dann auch verkaufen können, weil das wird ja hier gewünscht. Ach ja, genau. Können wir hier ein bisschen aufbessern? Beim Angeln können wir was machen. 50% mehr Köder erhöht die Menge der hergestellten Köder. Ach jo, habe ich noch gar nicht genutzt. Ich angel ja die ganze Zeit einfach so. Ich kann noch Köder machen. 10% Chance auf bessere Qualität. Ja. Chance, doppelt so viele Fische zu fangen. Ich mache immer von rechts nach links in dem Fall, weil Köder habe ich ja jetzt wirklich noch gar nicht benutzt. Ich kam bisher ganz gut ohne Köder klar. Aber mehr, doppelt so viele Fische fangen wäre doppelt so cool. Finde ich. Okay. Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen hier sauber. Und dann gehen wir um 9 Uhr ein paar Papaya-Samen kaufen. Aber viel Regen im Sommer. Also jetzt haben wir, ne, das zweite Mal quasi in Folge Regen. Also ich werde auch noch Bäume wieder pflanzen, aber die werden so wachsen, wie ich will, dass sie wachsen. Wir werden so einen kleinen Bereich, einen kleinen Baumbereich auf dieser Farm auch haben. Das ist mein Plan. Aber ich will erstmal alles platt machen, damit wir dann quasi von neu auf mit dem Design starten können. Warte, erst wackeln und dann kaputt machen. Die Sommermusik ist auch echt schön hier. Yay, Kohle. Guck mal, wir sind erst seit einer Stunde hier am Arbeiten und ich habe schon die Hälfte meiner Energie wieder gelassen. Mann, Mann, Mann. So, kann ich mir gleich endlich mal eine Papaya leisten? Aber ich habe einiges doch schon jetzt freigeräumt, ne? Muss ich doch jetzt hier mit voller Freude feststellen. Ist doch schon einiges hier leergeräumt. Ja, gut. So, ich begebe mich jetzt gleich mal auf den Weg zu meiner Papaya. Das tun wir hier zurück. Rohstoffe. Kohle. Samen. Habe ich eigentlich irgendwas in meiner Foodie-Food-Truhe drin? Ich habe noch ein paar Pilze, womit ich Energie kriege. Ich weiß, ich könnte mir Essen herstellen. Worunter fällt denn hier dieses Essen? Hier, ne? Aber ich will halt nicht meine beliebigen Baumsamen nutzen. Das seht ihr jetzt zwar gerade nicht, also da steht halt, dass man beliebige Baumsamen, viele Zuckerbaumsamen nutzen kann. Das kann ich dann halt essen, um Energie zu bekommen. Aber will ich nicht machen. Ich will meine Baumsamen halt behalten, damit ich die später gut pflanzen kann. Ich weiß, ich
Mein Gehirn funktioniert ganz komisch, aber ich verzichte lieber da, lieber verhungere ich im Spiel erstmal, bevor ich hier Zuckerbaumsamen selber ansammle. Ach, hier sind Fischköder. Okay, stimmt. Algen allerdings sind wiederum wichtig für Unterwasser. Für Unterwasser-Snacks halt zu machen, damit wir unter Wasser auch ein bisschen was snacken können. Macht Sinn. Und länger unter Wasser bleiben können. So, gehen wir doch mal gucken. Eigentlich müsste ich doch mal Samen kaufen, die relativ günstig sind, damit wir mal schneller auch an Nahrungsmittel jetzt kommen. Einfach auch mal so random für Nahrungsmittel. Bald. Bald. ja. Einkaufen. Oh. Kann ich keine Papaya-Samen kaufen? Deswegen möchte sie mir auch den höchsten Preis für zwei Stück anbieten, weil wir aktuell gar keine Papaya-Samen kaufen können. Wo bekomme ich denn Papayas her, Joko? Das darfst du mir gerne verraten. Die kriegst du bei einem höheren Stadtlevel. Ah, okay, da bin ich noch sehr weit von entfernt. Ich glaube D oder C. Genau, Mais wächst halt erst, also in 12 Tagen. Wächst halt in 7 Tagen, produziert alle 3 Tage. Wächst in 12 Tagen und produziert alle 4 Tage. Bringt normale Qualität. Auch wächst in 10 Tagen Blaubeer. Wächst in 5 Tagen. Ich glaube, Weizensamen habe ich noch nicht angepflanzt. Könnte ich auch mal machen. Ich würde mal ein bisschen Weizensamen einfach mal mitnehmen. 9 Stück. Einfach nur, damit ich auch mal wieder ein bisschen was pflanze. Und Dünger. Oder? Ach komm, Dünger lasse ich mal bei dem Weizen mal weg. Das lasse ich einfach mal jetzt weg. Das Geld spare ich mir. Ich bin ja ein Sparfuchs. Ja, dann müssen wir einfach noch abwarten. Ach stimmt, ich wollte hier noch zu Ben mal hochgehen. Schon wieder vergessen. Hat offen. Das machen wir gleich direkt. Das machen wir. Dann kann ich nämlich meine Weizensamen mal hier direkt anpflanzen. Es ist noch Kraut und Rüben. Ich weiß, es ist nicht schön. Aber irgendwann wird es schön. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Rittersporn. Stimmt, das können wir ja eigentlich mal essen. Damit ich wieder ein bisschen mehr Energie habe. Weil ich nichts zu essen besitze. Aktuell. Ich habe ja gehofft, dass man Weizen dann essen kann. So, gucken wir doch mal, ob wir eine bessere Vogelscheuche kriegen. Die war rechts lang. Warte, lief Ben gerade an mir vorbei? War das gerade nicht Ben? Kann mich auch vertun. Ach, aber hat bei Regen wieder geschlossen, ne? Ja, Mann, wieso regnet es denn hier die ganze Zeit im Sommer? Mom. Also das Spiel ärgert mich gerade. Mann, Mann, Mann. Naja. Dann sammle ich jetzt heute einfach doch nochmal. Oh. Eine Bambussprosse. Kann ich auch essen. Sehr gut. Kenne ich dich schon? Ja, ne? Zieh deine Schuhe aus, bevor du zu Bett gehst. Ja, das. Sollte man tun, das ist ein guter Hinweis. Zieht bitte immer eure Schuhe aus, bevor ihr zu Bett geht. Oder auch mal eure Socken. Nicht, dass du die Decke schmutzig machst. Wer geht denn mit Schuhen schlafen? Ah, wieder weg. Ja, na.
Weg ist er wieder, der Schmetterling. Liegt denn hier nirgendwo was für mich rum? Ja, okay. Der lässt sich ja gut verkaufen, der Käfer. Oh, da sind Blümchen. Oh, hier ist ganz viel. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir doch nochmal unsere Runde hier. Ja gut, die haben wir ja schon mal jetzt verkauft, die Charlotte. Die können wir auch essen. Im Zweifel. Nö, 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 nö. Oh, hier ist noch ein Blümchen. Ja, die verstecken sich dann immer so heimlich irgendwo. Irgendwo ein Käfer. Oh, hier oben war ich auch schon länger nicht mehr hier im Weingut. Mal gucken, was hier so liegt. Fasern. Darf ich denn nicht einfach mal den ganzen Wein hier ernten? Die ganzen Trauben. Guck mal, hier liegt so viel rum. Das kann ich doch alles mitnehmen und bei mir verkaufen, oder nicht? Hm? Oh! Komm her! Einen Vanillefalter. Macht der Vanille? Woher kommt die Vanille her? Aus dem Vanillefalter. Riecht schlecht und kann so seinen Feinden aus dem Weg gehen. Dabei ist Vanille doch was Cooles. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Angel benutzt. Kann ich auf jeden Fall dem Museum spenden? Okay. Dann gehen wir mal wieder runter zum Museum. Oh, hier liegt auch noch was. Ach ja, hier war ja noch unsere Mülldeponie. Ja. Die, ja, können wir auch noch nicht. Ach Gott, ja. Oh Gott. Ja, noch schlimmer hier. Na gut, aber wir können gerade sowieso nicht mehr ein... Doch, doch, wir kriegen die Fliege noch. Die kriegen wir noch. Zack. Ja, die Mülldeponie. Auch schlimm. Die bekommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann gereinigt. Dann gehen wir mal zurück zum Museum. Oh, wie praktisch. Ist natürlich genau gerade hier. Und geben unseren, ups... Vanillefalter mal hier ab. Müsste ich nicht so langsam mal meinem Rang aufsteigen? Ich habe jetzt so viel abgegeben. Ich näher mich, ne? Ich näher mich unauffällig. Gut, Korallen heilen bringt natürlich mehr Punkte. Angebot machen, okay. Dauert nicht mehr lange. Ja, dann gibt es vielleicht auch endlich mal Papayas für mich. Ja. Zum Müll. So. Dann verkaufe ich mal wieder ein bisschen was. Den Hibiskus noch nicht verkauft. Schmuckkörbchen. Aber die Charlotte, ich weiß, ich würde die gern verkaufen, aber ich tue die mal hier in die Foodie Food Truhe. Damit wir, wenn wir vielleicht am nächsten Tag uns doch mal wieder um die Korallen kümmern, ein bisschen was zu essen mitnehmen können.
um auch länger auszuhalten unten. Aber die Brunnenkresse können wir ja wegtun. Käfer, Libellen, Müll. Bambussprosse verkaufe ich auch mal, um zu gucken, was sie kostet. Wird doch langsam. Und mit dem Geld wird es auch was. Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, es ist eine gute Taktik, nicht jeden Tag Samen zu kaufen. Das war halt einfach der Fehler, den ich hauptsächlich im Frühling gemacht habe, ne? So, ich habe ein gutes Gefühl. Wir nähern uns ganz, ganz langsam. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen angeln. Ich gehe nochmal hier unten angeln. Das war ganz, ganz gut, glaube ich. Eigentlich müsste ich den Weg hier auch mal ein bisschen frei machen, ne? Man bleibt hier doch immer irgendwo hängen. Oh, guck mal, wie viel hier auch wieder rumliegt. Cool. Da auch. Hey, wieso ist hier so viel? Suche ich immer an den falschen Orten? Hä, ich komme hier gar nicht hin. Doch. Hä? Wieso komme ich hier nicht hin? Ah, jetzt. Ich glaube, da war ein Stein oder so im Weg. Hier auch schon mal? Ah, da war ich zu langsam. Mal gucken, was wir hier so rauskriegen, wenn wir hier angeln. An der Mühle. Mal gucken. Ist auch C. Ja. Den blauen Sonnenbarsch hatten wir doch schon. Ach, dann sind wir wieder hier. Ah, so schließt sich der Kreis. Ja, so langsam, langsam speichere ich hier die Karte auch in meinem Hirn ab. Das ist so. Langsam komme ich rein. Ah, da ist noch eine Schnecke, die schnapp ich mir. Und ein Blümchen. Toll. Ich wollte schon sagen, jetzt sehe ich die nicht mehr. Zack. So, die holen wir. Aha, nehmen wir uns auch noch mit. Hallo? Bitte kommen Sie mit. Oh, ein blauer Schmetterling. Ach, ich weiß. Irgendwann. Irgendwann kriege ich den blauen und den weißen. Irgendwann. Da gibt es hier noch ein paar Blümchen. Ab hier konnte ich doch was mitnehmen. Gucken, was wir hier angeln können. Vielleicht. Ach, man kann hier durchlaufen. Ich bin da nie reingegangen. Man kann hier durchlaufen. Also, naja. Und dann kann man hier auch noch lang irgendwann. Okidoki. So, das heißt, ich kann auch während ich im Wasser bin angeln? Geht das? Also hier meine ich so, während ich hier so rumplansche, kann ich da trotzdem Fische angeln? Döbel? Hatten wir den schon? Nee, hatten wir noch nicht. Danke, dass ihr ja, so gerne hier im Stream verweilt. Ach nein, schon wieder! Ich krieg den einfach nicht. Ich bin eine schlechte Schmetterlingfangerin. Die sind einfach schlauer und schneller als ich. Mann. Dann sammle ich noch ein paar Blümchen.
Lülülü. Sind hier mal wieder welche gewachsen? Immer wieder gerne. Da bin ich wieder bei meiner Farm. Bei meiner traurigen kleinen Farm. Aber hier in dem Bereich haben wir es schon gut sauber gekriegt. Ah ja. Sieht man da irgendwo eine Blume von hier oben, die man sammeln kann? Nee, ne? Blumen findet man da nicht. Sehe kein Blümchen. Es wäre ja auch zu schön, wenn die ganzen Sachen auf meiner Farm wachsen. Ohne dass ich sie angepflanzt habe. Nope. Nein, nix mit Blumen. Oh, es wird langsam dunkel. Dann würde ich einfach mal unsere letzte Energie ja jetzt nochmal hier reinstecken, um hier noch ein paar Fische zu angeln. Ein paar, also pro Fisch verliere ich ja 20 Punkte Energie. So zwei Fische würde ich jetzt hier noch rausziehen. Garnele geht auch. Kann man auch gut verkaufen. So, ein Fisch. Ja, vielleicht einen zweiten Fisch doch noch. Gönnen wir uns noch. Oh, der ist auch sehr flott unterwegs. Ein blauer Sonnenbarsch. Ja, einmal schaffen wir, glaube ich, noch, bevor wir umkippen. Das ist wieder ein Flugblatt. Was soll das denn jetzt? Ja. Nochmal. Nein, das ist ein Fisch. Okay. Oder eine Garnele. Eine Garnele. So, Moment. Hatten wir jetzt nochmal irgendwas, was man noch abgeben kann oder spenden kann? Die Döbel. Ich teleportiere mich mal eben ganz schnell zum Museum. Ich laufe mal eben ganz schnell zum Museum. Dann gehen wir noch den Döbel ab. Und dann verkaufen wir den Rest. Und dann gehen wir hier im Spiel ins Bettchen. Da ist Ben wieder. Ben, du sollst bei dir oben sein, um mir endlich mal deine Vogelscheuche zu verkaufen. Mann. Läufst du denn jetzt noch um die Uhrzeit hier rum? Virtuelle Körper natürlich. Mhm. Döbel. Der ist irgendwie süß. Der guckt auch so nichtsahnend. Und hat einen lustigen Namen. Ganz schnell nach Hause. Aber wie viel die Kresse bringt, ne? Ach, seht ihr gar nicht hier. 50 Münzen bringt die Garnele, bringt auch ganz gut. Mal gucken, was der Sonnenbarsch uns noch einbringt. Und der Rittersporn. Ja, das wird einiges werden, denke ich. Das wird einiges.
Hoffe ich. Und ich hoffe, dass morgen besseres Wetter ist. Eure wichtigste Nachrichtenquelle für Wetterinformationen. Für morgen ist, oh, wie schön, endlich mal wieder Sonne. Was wäre der Sommer ohne Sonnentage? Ja, genau, genau das. Ich wünsche mir schon die ganze Zeit die Sonne, weil wir haben jetzt schon von 4 Tagen im Sommer 3 Tage Regen gehabt oder so, ne? Also, wir haben Sonnentage, endlich. Endlich Sonnentage. So, mal gucken, was wir jetzt endlich mal an Geld eingenommen haben mit unserer Sammelei. Bitte, bitte ganz viel, bitte ganz viel. Und Ausdauer erhöht. Und Holzzaun und ein Holztor und Holzbodenplatten können wir jetzt machen. Hätte ich Geld, könnte ich das natürlich auch alles sehr gerne machen. Aber mal gucken, wie viel haben wir gekriegt? 800. Boah, die Kresse bringt's aber wirklich. Die Kresse ist echt gut. Angeln war jetzt halt der blaue Sonnenbarsch ganz, ganz gut. Und vom Fangen der Soldatenkäfer halt, ne? Es müssten mehr Soldatenkäfer geben. Anderes, ja, Müll. Mal gucken, was haben wir jetzt? 2800 dann, ne?